Tag, ich bin Leo, euer Radio-Teddy-Reporter und die Energiewende, das ist so das große Thema unserer Zeit. Ganz Deutschland soll nur noch Strom aus grüner Energie bekommen. Das ist eine riesige Aufgabe und wir sind für euch hier unterwegs, um uns mit den Leuten zu unterhalten, die wirklich an diesem Problem arbeiten. Und offensichtlich wartet einer von denen hinter dieser Tür. In diesem Labor wird nämlich Energie scheinbar groß geschrieben. Zumindest sehe ich schon die riesige Lampe mit Laser in Betrieb und gefühlt 200 Warnzeichen an der Tür. Also wir begeben uns jetzt gemeinsam ins Abenteuer. Kommt mal mit. Ja, hallo. Ich bin Leo. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Boris. Ach Boris, was machst du hier? Ja, ich bin Forschungsgruppenleiter hier am Helmholtz-Zentrum Berlin und ich untersuche Diamanten. Okay, jetzt wird's spannend. Ich habe noch keine Ahnung gehabt, was passiert, als ich durch diese Tür durchgegangen bin. Diamanten. Was macht ihr mit denen? Also unsere Arbeit besteht darin, so spezielle Defekte im Diamant zu untersuchen. Also da sind spezielle Unreinigungen im Diamant. Das kann man hier sehr schön an diesem Modell sehen. Das ist jetzt die Kristallstruktur vom Diamant. Das heißt, Diamant besteht aus Kohlenstoffatomen. Und wir sehen hier, dass ein Atom ist durch ein anderes Atom gesetzt, zum Beispiel Kohlenstoff, in dem Fall durch Stickstoff. Und daneben fehlt ein Atom. Ist ja schon spannend, dass ein Fehler im Diamanten offensichtlich nützlicher sein kann als ein Diamant ohne Fehler. Das ist jetzt hier sozusagen dieser kleine rote Punkt und die fehlende Stelle in diesem Gitter, was du mir zeigst, ist dieses NVC-Zentrum. Genau, dieses Defekt hier nennt sich Nitrogen Vacancy und NV-Zentrum nennen wir das. Und das gibt eine bestimmte Farbe an einem Diamant und er hat auch sehr spannende physikalische Eigenschaften, die wir uns gerade anschauen würden. Habt ihr denn welche da? Kannst du mir mal zeigen, wie sozusagen so ein normaler Diamant und so ein fehlerbehafteter Diamant dann aussieht? Ja, gerne. Also hier habe ich so einen sauberen Diamant. Das ist ja 2x2 mm, so ein Diamantkristall mit ganz wenig Defekte. Deswegen ist er auch so durchsichtig. Und wenn man da jetzt die Fehler reingemacht hat, diese Zentren, nach denen ihr sucht, wie sieht er dann aus? Ja, dann sieht es so aus. Also zuerst kann man hier sehen, wenn man viel Stickstoff in Diamanten hat, dann werden die gelb. Also das gibt diese gelbe Farbe. Mhm. Und wenn man jetzt die nochmal behandelt, also in dem Fall muss man die Fällenstellen erzeugen, dann ändert sich die Farbe und dann die Farbe wird also lila. Das klingt alles mega faszinierend, aber ich bin unfassbar neugierig herauszufinden, wie ihr das tatsächlich macht, wofür all die großen Maschinen da hinter mir gut sind. Können wir uns das mal anschauen? Oh ja, gerne, das können wir uns anschauen. Wir haben uns vorbereitet, aber bevor wir das machen, müssen wir uns einen Schutzbrille aufsetzen, weil wir nämlich arbeiten mit Laser und das ist ja eigentlich gefährlich. Da soll man jetzt aufpassen, damit nicht verletzt wird. Also deswegen setzen wir die Schutzbrille und wir können dann gleich an das Experiment. Hier kann man das Experiment ansehen. Also wir sehen hier so ein Mikroskop, mit dem wir diese Farbzentren untersuchen. Was du nicht siehst, ist der Laserstrahl, weil nämlich das ist die Idee von der Brille, dass man den Laserstrahl nicht sieht, damit die Augen sicher sind, weil dieser Laser ist natürlich gefährlich für die Augen. Ich wollte gerade sagen, das Einzige, was ich sehe, sieht schon cool aus. Ist so eine große Metallplatte, dann so ein kleiner schwarzer Kasten. Da drüben ist eine Linse, Metallröhre, da ist so eine Papierstreifen eingespannt. Aber den Laser sehe ich wirklich nicht. Das sind einfach die Brillen. Genau, das sind die Brillen. Genau. Aber was du sehen kannst, ist die rote Fluoreszenz hier von der Probe. Also dieser Punkt, was da leuchtet, so wie glühende Lampe oder wie so Feuer. Und das ist tatsächlich das Licht von den Farbzentren. Also das Licht von den NV-Zentren. Ja, ich sehe es. Das ist so ein kleiner roter glühender Punkt, wo dann der Laser auf den Diamanten trifft, den wir uns eben angeschaut haben. Genau, da kommt der Laser durch verschiedene Spiegel und dann geht er durch den Diamant. Und dann der Laser leckt diese Zentren an und emittieren das rote Licht aus. Das ist jetzt schon die ganze Untersuchung. Der Laser fällt drauf, Licht, ihr fangt es auf, fertig. Genau, genau. Natürlich, es gibt ein paar andere Details, aber kurz gefasst, genau, das ist die Untersuchung. Und wo sind jetzt die Ergebnisse? Die Ergebnisse kommen am Computer, das sehen wir uns an einem anderen Mikroskop, da können wir nochmal genau anschauen, auch einzelne solche Defektzentren, wie die aussehen. Ja, dann auf zum PC. Genau, auf zum PC. Also es ist jetzt gerade das komplette Mikroskop bedeckt, das heißt, wir können schon die Brille abnehmen, also weil der Laser sehen wir nicht. Das ist auch die Sache etwas entspannter. Ja, runter mit der Brille. Oh, jetzt kann ich tatsächlich auch was hier erkennen. Wir haben zwei Computerbildschirme, oben ist irgendwie jetzt so ein Ausschlag und unten so ein lila, bunt, orange-gelbes Farbbild. Was schaue ich mir hier an? Wir suchen eine Stelle, wo das NV-Zentrum ist. Das ist ein ganz kleines Atom, den müssen wir natürlich erstmal finden. Und genau, das versuchen wir gerade. Und wenn wir dann einmal finden, dann können wir natürlich mit dem Experimente machen.
Wie cool. Das heißt, ihr habt jetzt schon quasi auf das Atom genau festgestellt, wo in diesem Diamant diese kleinen Zentren sind, die ihr suchen wollt. Genau, auf Tom genau nicht. Natürlich, wir haben so eine sogenannte Beugungsbegrenzung. Das heißt, wir können den Strahl nicht so groß, so klein funktionieren wie der Atom. Sehr spannend. Ich bin gerade einfach ein wenig versunken darin, auf diesen Bildschirm zu starren. Die Frage, die wir jetzt immer am Ende stellen, ist folgende. Wenn man euch jetzt weiterarbeiten lässt, wie trägt die Forschung, die ihr hier betreibt, denn zur Energiewende bei? Also unser Beitrag zur Energiewende wäre tatsächlich den Aufbau von den Quantencomputern. Weil wir Quantencomputer sehr effizient sind, das heißt, wir können bestimmte Aufgaben kann der Quantencomputer viel, viel schneller als klassische Computer ausrechnen. Das heißt, wir können eine Sache innerhalb von Stunden, also jetzt nicht jetzt, sondern in der Zukunft natürlich, wenn wir dann den gebaut haben, das heißt, statt mehrere Jahre laufen zu lassen, können wir so Aufgaben in mehrere Stunden. Das heißt natürlich sehr große Ersparnis von Energie. Ich wollte gerade sagen, also, und es gibt ja nun auch nicht gerade wenige Rechner auf der Welt. Und wenn die jetzt alle sozusagen viel effizienter und schneller arbeiten, muss man sie ja nicht so lange anlassen. Genau, das ist eine neue Generation von Computern und die können, die werden dann unsere Gesellschaft auch ändern. Frohes Forschen, ich erwarte dann bald den ersten Quantencomputer bei uns in der Redaktion. Ja, vielen Dank, da kommt ja noch.